Und weiter geht es mit Wildlife Park 3. Herzlich willkommen zurück in unserem Endlospark. Ja, meine Lieben, in der letzten Folge hatte ich ja noch angeregt, hier diese Plattform etwas zu vergrößern. Wobei, im Moment vielleicht auch nicht. Hat Männchen gemacht. Coole Sache. So, du kommst gar nicht da hoch, ne? Ups, Alter. Zeig mir her. Doch, eigentlich. Ja, gut. Schwer zu sagen. Gut. Dann machen wir das etwas anders. Wir versuchen das mal ein bisschen abzusenken. Ja, vielleicht höher zu setzen. Ich weiß auch nicht wie. Aber irgendwie nicht mehr was hinbekommen. Hier könnte man eigentlich, warte mal, das wäre eigentlich auch mal eine Idee. Wartet mal, wir sehen, ob das funktioniert. Und ich jetzt hier auf kleiner Ebene mir so einen Weg hier hinsetze. So, das holt mal das Gelände hier auch mal noch ein bisschen ab. Halt. So, nicht. Oh ja, sehr schön. Und jetzt brauchen wir hier wieder Stein. So, der ist auf jeden Fall da oben mit hingekommen. Das ist schon mal gut. Okay. Ich meine, ich kann dir ja mal helfen, ne? So ist es nicht. Ich kann dich ja mal nehmen. Und kann sagen, so, hallo, guck mal, wer hier ist. Vertragt ihr euch? Männchen, Weibchen, ja, mal schauen. So, das. Können sie eigentlich schwimmen? Oh, haben die sich lieb? Die fühlen sich doch schon mal wohl, siehst du. Haben wir noch als Kuppler zur Verfügung gestanden. Sehr schön. So. Das sieht doch auch ganz gut aus. Der kümmert sich um unsere Pflanzen, damit die hier nicht weiter krank werden. Das passt soweit. Die fliegen über unseren Zoo. Oh, schön. Das macht Spaß. So, jetzt schauen wir uns mal die Sauberkeit an in unserem Park. Dann haben wir nämlich hier noch niemanden. Das ist schon mal schlecht. So, wie sieht's denn aus? Da. Und zack, so. Jetzt müssten wir nur mal sehen, wie wir jetzt hier praktisch weitere Besucher hinlocken könnten. Da
Da bietet sich ja eigentlich an, so eine Bahn zu bauen. Finde ich. Weiß doch noch nicht ganz, wie ich das jetzt hier anstelle, aber auch dafür fällt mir sicherlich noch was ein. Gut, wir schauen mal, was wir dazu überhaupt zur Verfügung haben und was wir da benötigen. G-Tor, Kabinentor, Kabinenbahntor, was ist denn ein Kabinenbahntor? Souvenirläden, Jeepstation, okay. Hier kannst du so eine Straße bauen. Die nützt mir jetzt aber nichts. Aber wir können ja auch Bahnschienen später bauen. Das wäre vielleicht interessanter. Das wäre interessanter. So, kann sich fortpflanzen. Oha, jetzt machen wir hier erstmal wieder Ausverkauf. Weil sonst wächst uns die Sache hier deutlich über den Kopf. Und das wollen wir natürlich nicht. So, das weg. Ausreichen. Oha. Erdmännchenalarm. Auch hier das gleiche Prinzip. Ah, Moment, sind wir hier gut im Produzieren. Trotz Regen. Sieht die Sache gut aus. Und wir haben 20.000 plus. Hey, das ist ja schön. Sehr, sehr schön sogar. So, das sollte sich jetzt ausgehen. Das passt, das passt, das passt. Oh, wow, hier geht's genauso los. Oh, Hilfe. Verkaufen. Ja, nicht ich, aber ich. Verkaufen. Verkaufen. So, temperaturtechnisch ist momentan ein bisschen schwierig. Gut. So, Zebras haben wir auch zu viele. Die müssen wir auch mal verkaufen. Zumindest ein paar. So, haben wir das? Haben wir das? Hier ist wieder eines krank. Raubmilbenbefall. Hol uns doch mal einen Arzt hierher. Wir können es uns doch jetzt eigentlich leisten, dass wir hier für jedes Gehege einen Arzt abstellen. Das heißt, wie wir mit den Tieren kaputt gehen. Meine ich, ne? Okay, das. Also, Löwentieren geht's gut, die fühlen sich wohl. Unsere Schimpansen entwickeln sich auch fleißig. Das ist auch sehr schön. Das hier passt auch alles wunderbar. Der macht sauber. Das ist auch schön. Gut. Ja, Eisbären. Unser Eisbär schwimmt. Ah, guck mal an. So, dann könnte man natürlich bei Eisbären. Da haben wir ja Deko. Dann könnte man den vielleicht genau andersrum halt. Eisbären sind in dieser Richtung. Genau. Sehr schön. So, was können wir denn noch machen? Totenkopf, Mammutstatue.
Pinguin. So, ja. Gehst du ein Stück weiter, kommst du zu Pinguine. So, warte mal. So, haben wir das. Auch sehr schön. So. Ja, wir fahren jetzt eigentlich ganz gut plus. Und unsere Tierpfleger hat eine neue Fähigkeit erlernt. Hey, herzlichen Glückwunsch. Schön. Das freut mich. Frage, kann ich ein... Ah, okay, das geht. Dann macht es ja sogar Sinn. Dann macht es ja sogar Sinn. Sinn. Das ist die Frage, wo habe ich jetzt die meisten Besucher? Entschuldigung, dass ich hier gerade mal so ein bisschen schnell mit den WASD-Tasten umherfahre. Bin eben nur gerade am überlegen, wo ich jetzt wie weitermache, ne? Okay. Wir könnten mal gucken, dass wir hier irgendwie hinkommen. Oha, geh wieder. Was kostet das denn? 609. Was mein? So, das ist natürlich noch nicht geöffnet, weil wir müssen erstmal einen Weg bauen. So, dann hier an den Affen vorbei. Dann über die Brücke. Vielleicht kriegt es mal so hin, dass wir so richtig schön dicht dran vorbeifahren. So. So, dann wären wir jetzt hier. Dann kommst du so lang. Dann brauchen wir jetzt ein Jeep-Tor, für was auch immer das gut sein soll. Eine weitere Jeep-Station. Das heißt, ich verstehe, können die Leute dann hier aussteigen. Wenn ich es richtig verstehe. Gut, lasst uns mal schauen, wie wir das jetzt hier am besten abrunden können. Ja, mal ein bisschen größer. So, mal schauen, ob das jetzt passt. Kriege ich die jetzt hier hin? Ja, das sieht schon mal nicht ganz so schlecht aus. Okay, gucken, dass ich das irgendwie verbunden bekomme. Nee, geht sich nicht aus, Schat. Muss man mal wieder verkaufen. Die sollen ja da irgendwie aussteigen können. Wie steigen die aus? Ja, so schräg wäre natürlich optimal, wenn das ginge.
Vielleicht geht das ja. Man weiß es ja noch nicht, ne? Ah, das sieht sogar gut aus. Cool. So, okay, dann haben wir jetzt hier einen Jeep. Der fährt dann praktisch hier. Naja, so nicht, aber so. So. Ey, ihr sollt doch nicht fahren. Ihr seid der Helden. Geht doch noch gar nicht los. Krieg die Kurve nicht. Krieg die Kurve nicht. Das ist aber jetzt ungünstig, dass ihr hier rumfahrt. Ich muss das mal hier rumbauen. Also kommen wir nicht dran. So, jetzt aber. So, ja. So. Dann haben wir hier. Geht's weiter. Geht's hier lang. Nicht ganz so lang. Nein. Zack. Viel zu viel. Viel zu viel abgerissen. Aber okay. So. Ja, genau. Haha. Cool. Geht das auch? Kann man hier durchfahren? Das ist ja krass. So, dann geht's hier lang. Geht's hier nicht durch. Siehst du? Shit. Ich hab's gewusst. Ja, wie geht denn das jetzt, dass ich jetzt hier durchkäme? So, wie komme ich jetzt hier durch? Geht das irgendwie, dass ich da durchkomme? Sieht gut aus. Yeah, cool. Und dann. Ich muss die hier nur irgendwie noch zusammenbekommen. Ach du Schande. Ich habe da oben angefangen. Setze ich jetzt hier fort. Dann habe ich hier. Dann fahre ich hier lang. Oh, dann irgendwie. Okay, also. Wir fahren jetzt, sag ich mal, hier lang. Wie komme ich jetzt da durch? Komme ich denn nicht durch? Das ist schlecht. Das dürfte am Gelände liegen, dass ich da nicht durchkomme. Wie kommen wir jetzt hier durch? Mist, 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 Mist. Mist, ja, Mist. Mist mit Soße, ne? So, warte mal, den Tor nochmal wegreißen. So, jetzt vielleicht. Bitte. Hallo, da. So, jetzt müssen wir das irgendwie hier platzieren. So, okay, jetzt kommt der da durchgefahren, das geht. Okay, raus kann hier eigentlich ja nichts. Also eigentlich nicht. Dann müssen wir Folgendes noch machen. Dann würde ich vorschlagen, lasst uns mal das Gehege irgendwie vorsichtshalber noch irgendwie hier verbinden. Wenn das denn so ginge. Das geht. Okay. Ja, dann sollte jetzt nichts mehr passieren.
Okay, dann geht's jetzt weiter. Dann haben wir jetzt hier. Geht's hier lang? Geht's hier lang? Hier lang. Hier lang. Zurück hier lang, hier lang. So, mal gucken, dass wir jetzt hier irgendwie zurückkommen. So, das. Oha, drehen. Und zack. So. Und da ist unsere Rundbahn. Jo, hat was, ne? Oh, also man sieht, die Leute haben darauf gewartet. Ich fasse es nicht. Sogar schon auf 50 gehen und bleiben plus betreiben und dafür kriegen wir nochmal zurück. So. Na dann. Wieder eine Einnahmequelle entdeckt. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Pflanzen hier von überall noch Pflanzen. Und dann auf drüber. Passt. Sehr schön. Sehr gut. Hier ist ja schon wieder irgendwas los. Ach nee, hier der Baum. Der Baum, dem Baum geht's nicht gut. Ich hab Milben. Milben. Wo ist denn hier mein Landschaftspfleger? Kein Landschaftspfleger da. Schweinerei. Ah, Stufe 4 pro nicht, Stufe 3 dürfen ausreichend sein. Ah, zack. Machen wir da drauf, genau. Und natürlich macht es Sinn, dass wir auch hier ein bisschen Erde pflanzen. Erde. Und dann suchen wir uns wieder einen schönen Baum, der den passt. So. Okay. Hier hat man da. Wow. Was für ein Baum. Ist ja riesig. Ja, das ist lustig. Klein, groß, mittel. Das hier war eine Fichte. Fichte. Bisschen Fichte.
finde keine Wichte. Was sind die Wichte denn? Birke. Fichte. Fichte, Fichte, Fichte. Große Fichte wollten wir da hinhaben. So, genau. So, das spielt Geld in die Kassen. Das ist schon mal schön. Und dann können wir auch uns wieder ein bisschen mehr um die Deko kümmern. So, dann könnte man, da könnte man das jetzt hin platzieren. Hier würde ich mir den großen Springbrunnen gönnen wollen. Und würde natürlich das Ganze mit ein paar Bänken noch versehen. Mit so ein paar Parkbänken, genau. Einmal so hin. Einmal so hin. Und einmal so. So, dann würde ich das Ganze logischerweise noch mit einem Weg bepflastern, damit die Leute auch dahin kommen können. Weg, 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 genau. Und dann so nochmal durch und dann so rum und dann da lang. Und sehr schön. Gut. Sagen, das hier bringt mich momentan mehr gar keine Einnahmen, auch nicht schlecht. Die fliegen ja alle völlig umsonst. Das bringt ja keine Punkte. Dann machen wir mal ein. So, fangen wir mal so an. Wir müssen ja nun kein Geld verschenken. So, wie sieht's denn hier aus? Dann das, gucken. Das passt noch. Da tut es hier wesentlich, also hier, das geht ja richtig gut. Da könnte man vielleicht auch noch, einen zweiten Jeep dazu nehmen. So, dann haben wir jetzt hier ein Jeep, also zwei Jeeps. So, dann haben wir hier. Sieht hier aus. Hier haben wir sogar schon über drei. Okay. Und dann war es das mit Jeeps oder was? Habe ich nochmal irgendwo gesetzt? Nee. Gut. Ja, das sieht doch wunderbar aus. Ja, das sieht doch richtig schön aus. Die sind glücklich. Mir gefällt. Was wollen wir mehr? So, jetzt ist hier auch wieder mal ein, zwei Leute drin. Das heißt, vielleicht gehen wir mal hier runter. Sagen wir mal ausbauen und sagen, ja doch, einer reicht. Und dann machen wir hier einfach mal 20. Vielleicht wird das besser angenommen. Vielleicht wird das dann wesentlich besser angenommen. Aquarium, 48 Gewinn, einsätzlich Unterhalt, einer. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig, das kostet mich zu viel Geld. Dann müssen wir das nochmal eins runterfahren. Es sind nur zu wenig Leute da, die das sich angucken. Gut. Oha. Oha. Jetzt, ja. Dann werden wir jetzt den letzten Teil dieser Folge damit verbringen, nochmal hier gründlich auszusortieren. Weil unsere Tiere ja schon wieder ganz schön fleißig waren. Ganz schön sehr doll fleißig. Ja, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich hoffe, euch unterhalten haben zu können. Was für ein Wort. Und ja, freue mich auf jeden Fall
freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir einen Kommentar oder einen Daumen nach oben da lasst. Mein Plan ist ja schlussendlich jetzt so aufgegangen. Ich meine, zwar noch nicht komplett, aber ich hatte ja in der 11. Folge bereits angekündigt, dass ich jetzt nach und nach Wildlife Park Folgen raushaue. Ganz einfach, um Platz zu schaffen in meiner Content-Liste. Und ja, es dürfte nicht mehr allzu lange dauern. Und uns besteht die 20. Folge bevor. Und dann würde ich sagen, werden wir Wildlife Park 3 erstmal pausieren, um im Endeffekt einem neuen Spiel, in dem Fall handelt es sich auch wieder um eine Wirtschafts- und Parksimulation, um einen neuen Spielplatz zu verschaffen. Gut, meine Lieben, das soll es für jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Euer Punky von Punky Let's Talk. Bye, bye.